So, willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich bewerte wieder eure Parfümsammlung. Ja, wir machen heute, wie versprochen, so eine größere Folge. Ich will da mich gar nicht allzu lange immer aufhalten, nicht immer abschweifen, dass wir mal so ein paar, ich sag mal, abarbeiten, denn ja, es staut sich ganz schön was auf, muss ich ehrlich sagen. Wo fangen wir an? Wir fangen an ganz vorne, und zwar beim Basti. Wir haben wieder ein teilweise bekanntes Bild, muss ich zugeben, die typischen Gesellschaftsdüfte. Mal was aus der blauen Kollektion hatten wir auch noch nicht so viele. Das sieht aus wie Ivory Root vielleicht, bin mir nicht ganz sicher, man erkennt es echt nicht auf dem Bild. Auch den einen oder anderen Terenzi, hier sehr, sehr schön, sieht man auch nicht so selten. Und ich sehe den Bois 1920, das ist mal was Neues, das ist der deutsche Dijoner, so viel ich weiß. Riecht wie so ein warmer Pflaumenkuchen, so diese Ecke. Also krasser Gourmand, der ist schon sehr speziell, aber hat was. New York Intense, sehr, sehr geil. Ist so ein richtig klassischer Barbershop-Duft. Also er hat so für mich auch ein bisschen Opa-Vibes, muss ich sagen. Aber toll gemacht und so eine richtig klassische DNA einfach. Berlin, welcher Berlin ist das? Berlin Soul vielleicht von Birkholz. Also wenn es der ist, dann ist es eine geile Alternative zu Black Afghano mit am Anfang so einer richtig kräftigen Haselnussnote. Auch ein sehr, sehr schöner, spezieller Duft. Ansonsten die üblichen Tom Ford, Kirke natürlich, Lerdi de Samaruca, man kennt's. Aber schöne Sammlung, Mann. Gefällt mir extrem gut. Also würde ich genauso nehmen wieder. Geil, geil, geil. Dann weiter geht's. Hier kommt jetzt was Größeres zum Christian. Ja, also das nochmal... bisschen mehr. Wir haben diverse hier oben Yves Saint Laurent Düfte aus deren exklusiven Reihe. Leversitaire heißen die, soviel ich weiß. Auch schön, das links daneben könnte ein Celine Duft sein. Sieht man auch nicht allzu häufig. Und dann eine ziemlich große Kilian Sammlung. Das hatten wir nämlich jetzt noch nicht. Sehr, sehr spannend. Da spalten sich ja auch immer so ein bisschen die Meinungen bei der Marke. Weil sie halt doch sehr, sehr teuer sind und dafür oftmals, finde ich persönlich, nicht genügend Qualität und Performance liefern. Aber es gibt schon ein paar geile Düfte bei denen, gar keine Frage. Und da hat er echt eine tolle Sammlung. Ich sehe auch hier den Roses and Ice wahrscheinlich und Angel's Share. Ich glaube nicht, dass es schon die neuen sind. Die üblichen Malis, Kalan, okay, sieht man nicht allzu häufig. Ist ja auch so ein eben kontroverser Duft. Dann rechts neben dem Creed, das ist Wilhelm. Parfümerie, ja, Wilhelm heißt die auf jeden Fall mit V geschrieben. Auch selten tatsächlich. Die, finde ich, haben ein paar schöne, frische, fruchtige Düfte. Da können die ein bisschen was, muss man sagen. Aber gibt auch andere, ne, gute bei denen. Aber dennoch, mal was Neues hier wieder bei. Ansonsten die ganzen 15ml Gesellschafts, das sieht auch cool aus. Die haben auch was, muss ich echt zugeben. Und auch wieder ein bisschen abgegrenzt, die Designer unten. Aber Man Guerlain auch dazwischen, sehr, sehr schön. Also, ja, sehr coole Sammlung. Auch wieder ein paar alte, bekannte Vertreter. Aber dennoch hier mal die Marke Kilian, die hier raussticht. Und vielleicht hier Lengling München. Lengling, so heißt es, glaube ich, ja. Auch die haben wir bisher noch nicht gesehen. Geil, geil. Wieder klasse Sachen am Start. Und wir schauen weiter. Ja, auch noch von ihm, ne? Noch ein tolles Bild geschickt mit den Initios, die er noch sich neu gegönnt hat. Ultra Greatness und Rehab. Wobei, nein, das ist Musk Therapy. Uff. Ja, ja. Schick, schick. Gutes Duo. Aber jetzt, weiter geht's zum Kevin. Yo! Auch hier, nicht allzu groß, aber ganz im Ernst, wenn wir mal in uns gehen und ehrlich sind, wir brauchen keine hunderte Flakons, das reicht. Das reicht wirklich. Wir haben den Kirke, Argento, Leighton, Wulongchar wahrscheinlich. Was echt so ein krasses Biest ist. Also ist ja so ein sehr, sehr zitrisch, frischer, leicht teiger Duft. Aber der performt für das, was er ist, unglaublich gut. Also Wahnsinn, einer der stärksten Sommerdüfte, die ich so habe und kenne. Muss man zugeben. Viele kriegen da so ein bisschen eine Klosterlote, finde ich irgendwie schade, zum Glück nicht bei mir, aber das sollte man mal ins Auge fassen, den kriegt man auch echt günstig zum Teil, also
Empfehlung für den Sommer, der jetzt leider vorbei ist, ne? Aber unten schöne Designer, vor allem ganz im Ernst, extrem gute Designerdüfte, wirklich Le Plus Intense, immer geil im Sommer. Prada L'Homme geht auch immer super clean. Edition Blanche feiere ich total. Und dann noch ein Spice Bomb für den Winter, also mega. Hinten noch Coach for Man, so viel ich sehe, ein paar Abfüllungen, geil. Also wirklich, das ist alles, was man braucht, muss man ehrlich mal zugeben. Quasi jede Jahreszeit abgedeckt. Und zwar einmal im Nischen- und einmal im Designerbereich. Da sollten wir uns alle mal ein Beispiel dran nehmen, dass es nicht so ausartet. Sehr schön, sehr schön. Gut, auch der Lukas hat was eingeschickt. Auch wieder etwas größer jetzt, aber hier haben wir was Spezielles mit bei. Und zwar Fragrance Dubois haben wir bisher, glaube ich, nämlich noch nicht gesehen. Ich sehe gerade, es ist der Sandteil komplett und der New York Intense. Das sind so zwei der günstigsten der Marke, aber ganz im Ernst, ich finde es auch zwei der besten der Marke, lustigerweise. New York Intense geht so in Richtung Jubilation von Amouage, wer den kennt, den Man. Also so eine Richtung, Sandteil komplett ist so Kokosnuss cremig mit einer schönen und zitrisch mit so einer cremigen, ach sorry, mit so einer pfeffrigen Dosis noch mit bei. Also feiere ich auch absolut, kann man im Sommer mega tragen und dafür ist die Performance mehr als ausreichend. Das kreide ich dem Haus immer so ein bisschen an, dass die da immer doch immer ein bisschen mehr Power haben könnten für diese Preise zum Teil. Ne? Also die gehen ja noch, die liegen so bei, glaube ich, 300 € rum, aber die anderen sind ja dann schon Richtung 600, 800 und so weiter. Ja, muss man wollen, ne? Auf jeden Fall. Roger Duft, Oceania, auch cool, sehr, sehr schön. Dann Byredo hatten wir auch nicht so viel. Daneben hinten mehrere Montals, auch noch nicht so viele gesehen. Frederic Malle mit dabei, Bond Number 9. Ja, das ist der Amberduft von denen. Habe ich noch nie gerochen, tatsächlich. Aber muss ich sagen, war bisher auch immer noch nicht so meine Marke. Aber wer weiß, vielleicht gibt es noch ein paar Schätzchen bei denen. Lyra daneben. Ja, sehr schön hinten der Designer, so ein bisschen versteckt hier am Rand. Ja, aber auch ganz, ganz was Schönes, der L'Homme Ideal. Ja, das EDP, auch ein geiler Duft, muss man sagen. Black Orchid sehe ich noch von Tom Ford. Sehr, sehr geil, wirklich. Also hier haben wir doch schon mal ein paar nischere, speziellere Sachen, vor allem auch ein paar extrem teure Sachen. Also total krass, ne? Das ist wieder echt. Ja, auch eine sehr, sehr schöne Sammlung. Ich kann euch nochmal so Bilder von den einzelnen Parts nachher reinmachen. Dann könnt ihr nochmal genauer hinschauen. Nee, also er hat auch noch ein Midsummer Dream wohl hinten eingepackt. Und teilweise sind die Boxen auch noch gefüllt, hat er mir geschrieben. Ich sehe noch hier den H24 von MS. Auch ein toller Release. Also habe ich mir echt sofort geholt. Ich muss sagen, das ist so ein Duft, ne? Wenn man nicht weiß, was tragen, irgendwie. Einfach gut riechen und positiv auffallen. Das ist auch so ein zeitloser Duft. Fand ich echt gut. Also hat mir extrem gut gefallen und ja, habe ich auch extrem oft getragen, so als er rauskam. Ja, Dann kamen wieder andere Sachen. Aber nächstes Jahr wieder, ne? Jetzt im Winter, jetzt kann man die richtigen Ohrringkracher rausholen, zum Glück. Das ist auch geil. Nächste Sammlung vom Mike. Auch hier sehen wir es ganz typisch. Naja, fast die Designer wieder abgegrenzt. Lustig, dass er den Creed darüber gestellt hat, was das bloß heißen mag. Auf jeden Fall. Upsala. Ja, ich sehe schon Dua Fragrance, sogar zwei. Auch das haben wir nicht so häufig gehabt bisher. Die machen ja immer extrem starke Klone. Dafür sind die ja sehr gut be also bekannt, dass sie da immer heftige Performance raushauen. Und auch extrem gut die DNAs treffen. So viel dazu. Diverse Tom Fords, Oud Wood, Ombre Leather. Ombre Leather ist nicht so meins. Leder ist immer ein bisschen schwierig. Dann schöner Dior. Ich weiß nicht, ist Parfum? Ist es ein Intense? Es könnte ein Parfum, das Parfum sein, glaube ich. Also, wenn ich sonst so die anderen Düfte sehe, die er hat. Und auch von der Farbe her. Ja, schätze ich mal, das ist das Parfum. Wir schwenken mal rüber. Ombre Nomade. Und sogar, nee, ist das die 200 ml Flasche? Nee, ich glaube nicht. Aber wenn, dann Respekt, nicht schlecht, geil, geil. Weiß sie doch, also von der Größe sieht es echt so aus. Außer es sind die kleinen Malis. Nee, sind es auch nicht. Doch, müsste die 200 ml Flasche sein. Ich klemme mich da gerne nochmal auf. Heftig, da liebt jemand den Duft auf jeden Fall.
Eben, die typischen Mannis, aber endlich mal jemand noch mit einem Layton-Exklusiv. Auch Hammer. Finde ich mittlerweile besser als den normalen. Er ist irgendwie so ein bisschen düsterer, reifer, nicht ganz so verspielt, nicht ganz so süß. Also kann man ruhig auch mal auschecken, wenn man den normalen Layton doch schon häufig getragen hat, sage ich jetzt mal. Klar, Naxos darf nicht fehlen und Alexandria 2 gehört auch in jede gute Xerjoff-Sammlung. So sieht's aus. Wirklich auch wieder sehr, sehr schick, sehr fein, gefällt mir. Nächste Sammlung vom Sebastian. Auch er hier oben, ich sehe schon, Naxos muss da sein, ganz klar. Elysium hinten, Bleecker Street und noch ein London von Vidian, sehr geil. Was haben wir noch nicht gehabt? Hier Silky Woods von Goldfield & Banks, dieser schimmernd goldene Flakon ganz oben in der Mitte. Ja, danke dich nochmal, ne? Du hast damals das Sharing gemacht, auf Fumo mit dem. War ein cooler Release, will ich mir auch irgendwann mal zulegen. Ist so irgendwie ledrige Sandelholzmischung, ledrig, cremig, anfangs doch irgendwie ein bisschen frisch, finde ich. Irgendwie ein geiler Duft, also war mal so ein bisschen was anderes, Neues, ne? Fand ich sehr, sehr schön. Dann geile Mali-Sammlung, auch hier wieder Leighton exklusiv ganz vorne. Sehr cool, sehr cool. Unten, ja, mal jemand, der nicht nur Molecular One hat, sogar den Zweier noch. Auch das sehr, sehr selten. Vor allem hier Tom Ford-Fan sehe ich. Und ich muss nochmal ein großes Dankeschön an dich aussprechen. Ganz links neben dem Ombre Leather steht dieser Aerarium, dieser Finanzamt-Duft aus Karlsruhe. Den hast du mir damals auch besorgt noch. Sehr coole Aktion. Der soll ja so nach, ja, Geld, Geldscheinen riechen, Druckerpresse, diese Ecke. Ich finde es ganz gut eingefangen. Ist jetzt vielleicht schwierig zu tragen, aber ein witziger, interessanter Duft mit einer geilen Geschichte. So, ne? Das ist das Ding. Unten nochmal tolle Designer, auch hier wieder wirklich, ich finde, sehr hochwertige Designer auf jeden Fall. Die ganzen Dior, dann der Omo Intense, Pure Van. Ja, sehr schick und unten wieder Spice Bomb Extreme. Geil, geil, geil. Den kann man sich eigentlich auch immer zulegen. Also auch so ein tolles Ding für den Winter. Ja, schicke Sammlung. Da ist noch Platz im Regal. Nein, wir wollen es ja nicht ausarten lassen. Alright, dann der Steffen hat mir auch noch seine Sammlung geschickt. Joa. Also, er ist bestimmt kein Louis Vuitton-Fan. Auf gar keinen Fall. Aber. Krass, also hier wird's teuer. Mega, also krasse Tom Ford-Sammlung. Den Lavender Extreme haben wir noch nicht gesehen. Auch der hier ist neu. Die dahinter erkenne ich jetzt gar nicht alle, aber diverse Parfums de Mali am Start. Dann wieder ein Bond nochmal einer dazwischen. Oh, könnte das Fili sein vielleicht? Schwarzer Flakon. Wäre möglich. Ja, schicke Xerjoffs, den Amber Star Star Mask, also ein geiles Set, keine Frage. Wirklich, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen zu teuer für das, was man bekommt, aber ja, schöne Düfte, muss man zugeben. Naxos natürlich, logisch. Dann, wir haben mal einen Penhaligans, den Lord George, Tragedy of Lord George, mit diesem Geweih. Feiere ich ja absolut diese Flakons, aber ganz im Ernst, auch hier, Preis-Leistung stimmt nicht, meiner Meinung nach, echt. Schwierig zu rechtfertigen zum Teil. Aber der ist einer der besten und beliebtesten, der Lord George, keine Frage. Mr. Sam ist auch ganz geil. Also und auch, ich würde ihn so auch als frischeren, leichteren Zimtgourmand bezeichnen. Also den Mr. Sam, Lord George ist für mich recht seifig. Bisschen klassischere DNA. Muss man mögen, meint es nicht. Dann echt krasse Louis Vuitton-Sammlung, heftig, ne? Noch Prenomat, hier Afternoon Swim, Nouveau Monde, Sur Imagination am Start. Die hinteren erkenne ich jetzt nicht alle, aber krass, ey, heftig. Dann noch ein Creed. Ist das der Aventus aus der Anniversary Edition, so wie ich sehe? Auch nicht schlecht. Dann zwei Bulgari-Düfte. Hatten wir noch gar nicht, ne? Aus deren exklusiver Reihe. Auch die haben schöne Sachen am Start. Also die können so frische Sachen ganz gut, muss man sagen. Aber halt auch heftige Preise, ne? 300 Euro, so ein Ding. Das ist schon krass. Dann noch ein Gala, was könnte das noch sein? Ein Tuxedo daneben. Schick, also das ist schon eine krasse, teure Sammlung. Wir können ja nochmal bei den Rojas hinten reinschauen. Ja, wieder hier Oceania tatsächlich. Dann Sweet Yaoud müsste das sein. Auch ein super leckerer Gourmand. Hat für mich so ein bisschen Kastanien-Vibes gehabt. Voll mit Schokolade, so diese Ecke für mich. Aber sehr, sehr cool. Ja, wie die in London.
immer dabei, ist auch echt toll. Boah, das hintere ist das der Amber-Oud in 30 ml wahrscheinlich. Amber-Oud, Hammer, Hammer Teil von Roger, also muss man sagen. Ganz im Ernst, ich finde den Aufpreis auch nicht nötig zu dem absolut preziös. Also, das ist schon gesponnen teuer, außer man bekommt halt für einen relativ interessanten Betrag, aber für Retail würde ich sagen, gerade hier dieser 30er, recht interessant. Ansonsten, ja, ey, krass, Elysium, ne, Skandal und dann der Danger, glaube ich, noch daneben. Alles als Parfum, logisch, ne, man hat's ja und Elysium versteckt sich, glaube ich, auch noch dahinter in der Cologne-Version, beziehungsweise ist es ja auch ein Eau de Parfum, aber nennt sich so. Ich finde diese Namensgebung echt etwas irreführend, das stört mich da ein bisschen. Aber gut, verkauft sich ja trotzdem wie geschnitten Brot. Krass, geile Sammlung, sehr teuer, sehr exklusiv und ja, sehr Louis Vuitton-lastig, sagen wir es mal so. Geil, geil, geil. Danke an dich. Jetzt die letzte noch, der Tim. Hier fand ich es ganz interessant, dass wir den Atkinsons-Duft hier drin hatten. Hatten wir, glaube ich, noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, welcher das ist, der Orangene. Der ist mir total ins Auge gesprungen. Also dieses Knallige. Das ist sehr, sehr markant und sehr, sehr auffällig. Dahinter eben Tom Ford noch, Reflection Man, wirklich gehört, glaube ich, echt in jede Sammlung. Immer so ein, ja, auch so ein No-Brainer, ne? Kann man immer überall, zu jeder Zeit eigentlich tragen. Von dem her, Top-Ding und kriegt man teilweise echt manchmal super günstig. Also für das echt sehr, sehr geil. Der Klassiker, ne? Ich nehme Video auf und es klingelt. Gut, da sind wir wieder kurz vorm Ziel hier noch der DHL angekommen. Klar, man kennt es, ne? Mittlerweile in jedem Video. So. Also, wo waren wir stehen geblieben? Schön in die Zudüfte. Ultra Greatness und ich schätze mal, es ist Side-Effekt im lilanen Flakon. Hammer, Hammer. Beides super Knallerdüfte, keine Frage. Grands war noch am Start. Hatten wir bisher auch noch nicht so oft. Auch preis-leistungstechnisch einer der besten MFK-Düfte, meiner Ansicht nach. Super schöner, warmer, süßlicher Amber. Hat Kraft ohne Ende, das Teil. Also, wie Jeremy Fragrance sagen würde. Richtig Kraft, das Ding. Und ja, preislich interessanter als so manch anderer der Marke. Dann, ja, klar, Alexandria 2. Er darf nicht fehlen, er darf nicht fehlen. Ist auch fantastisch. Und wir haben noch einen Acqua di Parma. Ist das der. Ist, glaube ich, nicht der Oud. Doch, müsste der Oud sein. Habe ich noch gar nicht getestet, aber ich habe irgendwo eine Probe rumfahren. Sollte ich bald mal machen. Auch hier wieder so eine schicke Sammlung und irgendwie so ein paar rausstechende Düfte, die wir einfach noch nicht so hatten, nicht häufig hatten. Cool. Cool. Und auch definitiv alles dabei, was man braucht. Ne? Ich würde vielleicht noch ein bisschen was Richtung Sommer suchen im Nischenbereich, was Frisches dafür, was Zitrischeres. Aber ansonsten. Sehr schick, sehr schick. Ja, in diesem Sinne, ne, das waren jetzt heute mal ein paar mehr Sammlungen. Ich glaube, wir sind recht zügig durchgekommen. Ich danke euch wieder für die ganzen Einsendungen. Macht immer Spaß, das anzugucken und immer diese Tendenzen zu sehen, ne, was man einfach immer hat und immer braucht. Das ist sehr, sehr cool. Und in diesem Sinne, ne, wir sehen uns quasi bei der nächsten Folge, beim nächsten Video. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.